Oh, Mensch, ein Tierfell. Wie schön. Das sieht ja nicht so freundlich hier aus. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Oh. Okay, das ist ein wenig gruselig. Können wir nochmal weiter ranzoomen? Okay, warum vibriert das? Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Okay. Das sieht hier echt alles so ein bisschen rituell aus, als wäre hier... Ja, ich weiß es nicht. Irgendwelche Opfer dargebracht worden. Oh, ist das... Was ist das für ein Tier? Was war das für ein Tier? Ein Schaf? Ein Lamm? Ein Wolf? Ich weiß es nicht. Oh, eine selbstgebastelte Stemmaxt. Gut, können wir damit direkt hier die Tür aufstemmen? Sehr gut. Was war das? Was haben wir da jetzt gefunden? Oder waren das nur irgendwelche Erfahrungspunkte? Sehr gut, Lara. Schön gemacht. Geheuer hier, vor allem mit dem Wasser. Gefällt mir gar nicht. Okay. Wie kommen wir hier raus? Ah, hier. Das sieht doch nach einer Leiter aus. Und sie hat immer noch die Wunde da an der Seite. Das muss so mega wehtun. Oh, es geht wieder nach draußen. Löschen. Sam? Hey, das sind unsere Leute. Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Sam! Oh!
Oh, oh. Wölfe? Wölfe? Wo? Wo? Da? Wow. Okay. Nee, das bringt so gar nichts. Ich muss den Bogen ein bisschen später spannen. Oh, oh. Wow. Dabei noch in der Bärenfalle hier gefangen. Wie krass ist das bitte? Hui. Gut, mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, was alles. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Rob, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Medaillas kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Warum? Nicht so schlimm. Wird sie denn immer wieder allein gelassen? Das gibt's doch nicht. Und ab jetzt ist das Spiel auch für mich komplett blind. Also ich habe nie weiter als bis zu dieser Stelle hier gespielt. Können wir irgendwas machen? Ja, wo fange ich an? Gute Frage. Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Okay, ich wollte jetzt nicht auf Ansehen klicken, weil ich sie nicht unterbrechen wollte. Wir haben leider keine Fähigkeitenpunkte. Schade. 1 von 10 von den Tagebüchern. Na gut, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, müssen wir hier lang? Aber von da sind wir ja wahrscheinlich gekommen, deshalb werde ich mal diesen Weg hier einschlagen. Oh, was haben wir hier? Was? Die bekommt sie nicht auf? Axt nicht stabil genug. Stabilere Axt erforderlich. Okay. Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Alles klar. Lara! Hier oben! Ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Ja, ich seh's. Aber ich würde mal wieder gerne wissen, was hier überall so ist. Da sind nämlich Pfeile. Ich weiß ja gar nicht, wie viele... Ach so, wir haben voll, okay. Oh, wie schön das hier aussieht. Oder mal ausgesehen haben muss, ne? Oh, was ist denn das hier? Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden.
Ach ja, ihr habt mich übrigens in den Kommentaren gefragt, ob ich das Spiel hier auf 100% durchspielen werde. Und sehr wahrscheinlich werde ich das nicht tun. Einfach, weil ich nicht alles finden werde. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ja, einfach aus dem Grund, weil ich bestimmt einiges übersehen werde. Ich denke, so ein 100% Run kann man am besten dann machen, wenn man ein Spiel auch schon kennt und weiß, wie das Ganze funktioniert und wo man so suchen muss nach bestimmten Dingen. Von daher werde ich das jetzt wohl nicht schaffen. Oh, Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um in Basislagern Waffen-Upgrades zu bekommen oder so? Aus... Wow. Ah! Ich wollte ausweichen. Ah! Oh, das irritiert mich immer total. Ich bin tot. Leute, ich bin das zweite Mal in diesem Spiel gestorben. Das ist ja unfassbar. Nee, oh, ich muss von hier wieder anfangen, aber alle anderen Sachen habe ich gesammelt, oder? Das Problem ist immer, wenn man LS hin und her drücken muss, dann nehme ich das Gamepad immer so ganz komisch in die Hand und dann ist es so schwer, direkt danach Y zu drücken. Ich muss jetzt mal schauen, hat sie den ganzen Kram hier jetzt trotzdem eingesammelt oder sieht so aus, ne? Ja, es sieht so aus. Dann werde ich erstmal hier unten durch das Tor gehen, bevor ich gleich wieder zu den Wölfen komme. Ich denke, früher oder später kommen noch genug von denen und höchstwahrscheinlich auch noch Schlimmeres als Wölfe. So viele Pfeile. Oh, aber auch Bären. Ich höre sie doch schon jaulen. Ausweichmanöver. Ah! Wow, geht doch. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Ah, ich hab... Jetzt kommt das wieder. Okay. Ans Kampfsystem... Oh ja. Ans Kampfsystem muss ich mich definitiv gewöhnen. Was ist das hier? Ach so. Ah, sie zieht ja dann den Pfeil raus. Genau. Hier haben wir nochmal so ein Bergungsgut. Sehr schön. So, wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Ich kletter einfach mal hier hoch. Geocaches. Hier gibt es ja an jeder Ecke was zu finden. So, da hinten ist er. Aber ich höre doch... Ach so, das ist nur ein Hirsch. Okay. Keine Panik, Lara. Es ist nur ein Hirsch. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier jetzt durchkommen, ohne auf ein paar Wölfe zu treffen. Ja, das muss echt mal richtig schön hier ausgesehen haben. Können wir schon mal die Fackel anzünden? Vielleicht bringt uns das irgendwas, außer dass wir ein bisschen mehr sehen. Bergungsgut, 30. Und, was ist das hier? Ach, in diesen Lagern können wir immer unsere Fähigkeiten ausbauen. Sehe ich das richtig? Das Tor, Kategorien ansehen. Ja gut, wir haben ja keine. Na, dann schauen wir uns das Tor doch mal an. Die sind fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Ja, na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay, heißt wieder, wir sind auf uns allein gestellt. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade. Ach so. Ah,
okay. Sonderstellung. Ein Anbeter der Sonne. Gut, die Frage ist, wie viele brauchen wir denn davon wohl? 30 von 50. Ah, okay. Gut, also noch zwei, wenn wir für jeden 10 bekommen. Ich habe halt nur echt Schiss vor den Wölfen. Die gefallen mir so gar nicht. Können wir da runter? Ich habe keine Ahnung, was hier möglich ist in dem Spiel. Und auf welche Arten man so sterben kann. Na Mensch, ein Hirsch. So, jetzt sind wir wieder... Oh! Hey! Hey, der hat voll gesessen. Der hat total gesessen, aber ist egal. Ich bin ausgewichen, blöder Wolf. Naja, ich bin ja schon mal froh... Oh Gott, ist das verwirrend. Ich bin ja schon mal froh, dass das Ausweichen klappt, wenn auch das Zielen gerade nicht funktioniert. Ah! Ey, bitte? Geht doch, dankeschön. So, wieder raus mit dem Pfeil, bei dir auch. Und wir holen uns noch mehr. So, ich wollte jetzt eigentlich hier oben hin, genau. Da haben wir nämlich nochmal Bergungsgut. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Ja, ja, wir finden schon noch was. Yep. Ach so, hier sind wir vorhin runtergegangen. Okay. Ah, da oben. Dann... Oh. Haut ab! Aber wirklich. Ah! Falsch ausgewichen. Wow, 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 wow. Lara, was tust du? Oh, wie flott das hier geht mit der Kamera und allem. Ah! Lara, roll mal bitte irgendwo hin, wo wir ein bisschen mehr Abstand haben. Ah! Wow, 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 wisst ihr, was mich irre macht? Die Geräusche.